Hallo Leute, herzlich willkommen zum Classic CrossFit Online Programm und es ist Sonntag und zwar ein ganz besonderer, und zwar haben wir den Muttertag, also für alle Mütter, die unser Programm machen, ich wünsche euch natürlich einen ganz besonders schönen Tag und hoffe, dass ihr den mit euren Kindern auch genießen könnt. Trotzdem solltet ihr alle natürlich trainieren, deswegen sprechen wir kurz über das Workout. Ihr habt eine Minute Samson Stretches als Warm-Up, dann eine Minute Elbow Instep Stretches, in der Mitte eine Minute Kneeling Lat Stretches und dann geht es wieder zurück mit Elbow Instep Stretch und Samson Stretch und dann seid ihr auf jeden Fall gut warm für das, was euch dann erwartet. Im A-Teil haben wir 5 Sets und zwar 3 Turkish Get-Ups auf der einen Seite, 3 auf der anderen, gefolgt von 6 Dumbbell Jefferson Curls, also ja, beides recht komplexe Übungen, die man auf gar keinen Fall auf Zeit ausüben sollte, sondern die macht ihr ruhig und kontrolliert und im Zweifel schaut ihr euch die auch nochmal in den Videos an. Zum Conditioning, hier haben wir ein klassisches Rep-Scheme, 42, 30 und 18 Wiederholungen auf Zeit. Angefangen mit einem Single-Arm-Dumbbell-Thruster und dann kommt der Dumbbell-Russian-Swing. Achtet beim Thruster drauf, dass er bitte die rechte und die linke Seite gleichermaßen belastet, also entweder 21 und 21, 15, 15, 9, 9 Splitten oder in kleineren Sets, aber so, dass ihr wirklich schnell durchkommt. Zum Accessory, hier haben wir Side Plank Rotations, 5x10 bis 12 Wiederholungen pro Seite. Und wenn ihr merkt, dass eine Seite von beiden etwas stärker bzw. schwächer ist, fangt bitte immer mit der schwächeren Seite an und arbeitet dann mit der starken Seite nach. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und morgen einen guten Start in die Woche. Ciao.